angefangen hat das Jahr mit dem Sturmtief Burglind, dann hat ein sehr trockener und warmer Sommer gefolgt und jetzt im Dezember ist es nochmal sehr nass geworden. Mit diesem kleinen Rückblick begrüße ich recht herzlich zum Regionalwetter vom Wetter in Vorarlberg heute am Freitag, 28. Dezember 2018. Ja, es ist in der Tat wieder ein interessantes Wetterjahr gewesen, wie schon angetönt, angefangen mit dem Sturmtief Burglind und allgemein der Januar, wo dann sehr nass verlaufen ist. Anschliessend dann ist es zum Sommer her sehr trocken geworden. Im Sommer haben wir ja verbreitet mit sehr grosser Trockenheit zu kämpfen gehabt. Wir haben ein Niederschlagsdefizit von etwa 60-70% in den Sommermonaten gehabt. Jetzt auf den Dezember her ist es hingegen wieder sehr nass geworden. Wir haben durchaus 2- bis 3-fache von der durchschnittlichen Niederschlagsmenge jetzt im Dezember können registrieren. Und wenn man jetzt den Januar, also den ersten Monat vom Jahr, und jetzt den Dezember zusammenzählt, kommt man in Summe durchaus auf ein Drittel von der ganzen jährlichen Niederschlagsmenge, die da in diesen 2 Monaten gefallen ist. Wenn wir noch kurz auf die Temperatur schauen, die Temperatur ist ungefähr etwa 2 bis 3 Grad über dem langjährigen Schnitt liegen über das ganze Jahr hinweg. Das ist lokal unterschiedlich, je nachdem. Dort, wo der Föhn blasen hat, sind es eher 3 Grad und in den restlichen Regionen sind es ungefähr 2 Grad, wo es jahres warm ausgefallen ist. Ja, sehr nass geht es jetzt in den nächsten Tagen nicht weiter. Ein steter Begleiter wird ab und zu oder Hochnebel sein. Heute am Nachmittag würden sich die Wolkenfelder, die sich jetzt momentan noch halten, recht gut auflösen. Im Rheintal und am Bodensee kann sich dann auf der Abend her schon wieder ein bisschen Hochnebel ausbreiten. In den Skigebieten haben wir am Nachmittag hingegen aber nochmal sehr gute Bedingungen zum Skifahren oder für Skitouren. Morgen am Samstag erwarten wir im Gebirge und im Süden und vor allem dann auch in den Skigebieten einen sehr traumhaften Wintertag mit sehr guten Skifahrbedingungen. Am Bodensee und im Rheintal hingegen kann sich teils zähe Hochnebel halten und morgen ist es dann ohne Zeher, ob sich hier tagsüber auflöst. Am ehesten oder am besten schon die Auflösungschance wie meistens richtig Feldkirch. In der Nacht auf der Sonntag ziehen dann immer mehr dichtere Wolkenfelder auf, wodurch dann der Sonntag auch weitgehend bewölkt verläuft. Ab und zu sind teilweise so ganz ein paar schwache Schauer möglich, das vor allem in den Bergen. In den Talregionen sollte es aber weitgehend trocken bleiben. Weiter geht so an Silvester am Montag mit relativ viel Bewölkung, vor allem bis in den Nachmittagabend her. Und am Nachmittag sind dann auch im Gebirge wieder ganz schwache Schauer möglich, Niederschlagsmengen bleiben aber sehr gering. Am Montagabend dann, zur Silvesternacht her, dürfte es dann anfangen auflockern, womit man dann vor allem im Gebirge und dann wieder im Süden eine weitgehend sternenklare Nacht erwarten dürfen. Hingegen im Bodensee und im Rheintal breitet sich allmählich schon wieder ein bisschen Hochnebel aus. Und der Hochnebel wird uns dann am Dienstag und am Mittwoch begleiten. Dort wird es im Rheintal und im Bodensee sehr neblig bleiben. Die Auflösungschancen stehen aus heutiger Sicht eher schlecht. Im Gebirge hingegen und in den südlichen Tälern wie Montafon oder im Walgau erwarten wir wieder beste Skifahrbedingungen. Also das Wetter ist an den nächsten Tag eher hochdruckbestimmt, aber eben der Nebel ist dann ein bisschen miese Peter, der dann vor allem in der tiefen Lage ein bisschen mitspielt. Von der Temperatur her bleiben wir im Rheintal ungefähr bei Wert um 2 bis 4 Grad, vielleicht auch mal, wenn die Sonne scheint, 5 Grad. Im Gebirge wird es zunehmend kälter, also jetzt haben wir heute und morgen noch Temperaturen im positiven Bereich, auf die nächste Woche wird es aber im Gebirge wieder kälter. Mit diesen Aussichten wünsche ich euch jetzt ganz einen guten Jahresendspurt und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das würde uns freuen, wenn ihr beim nächsten Regionalwetter wieder zuschaut. Bis dann.